willkommen zu einer neuen kleinen Mod-Vorstellung von Schumi aus dem SCS Forum. Ich zeige euch heute für alle LKWs, wo das Kabinen-DLC geht oder funktioniert, da möchte ich euch heute hier den Radardetektor zeigen. Habt ihr in der Beschreibung schon gelesen? Was das genau ist, will ich euch jetzt hier nochmal kurz erklären und darstellen. Es gibt hier zwei Zusatzslots beim Kabinen-DLC, ne? Und dann könnt ihr dann hier unten in der bei den Mitschutzscheiben-Sets ist dann hier unten dieser Radardetektor mit dabei. Entweder könnt ihr den da oder rein machen. Ist wurscht, wie ihr halt wollt, ne? Das haben wir jetzt auch gemacht. Jetzt gucken wir mal von außen, ne? Wo ist er denn? Da ist er, sieht man ganz leicht diesen Radardetektor, ne? Ganz leicht klebt er an der Frontscheibe. Und wir fahren jetzt hier mal auf die A5, beziehungsweise ich fliege mal mit der Flycam, weil da müsste nämlich irgendwo ein Tunnel sein, wo dann diese, wo sind wir denn hier überhaupt? Ach, hier ist er aber. Ach so, scheiße, schon zu weit. Wo dann dieser Radar uns hier entgegenfleucht. Das gucken wir uns jetzt hier mal an. Und dann kann ich euch das mal präsentieren, was das genau ausmacht. So, mal Licht anmachen. Es wird zu dunkel hier. So. Funktionieren tut es natürlich überall da, wo es ein Radar gibt. Also wer den Mod noch nicht kennt, das werde ich euch jetzt hier mal kurz demonstrieren. Ne? So. Da ist unser kleines Ding. Passt mal auf. Müsst ihr kurz aufpassen. Hier steht schon mal Radarkontrolle. Hier steht das Schild, Radarkontrolle. Wir fahren jetzt mal ein bisschen schnell, dass wir schnell zur Radarkontrolle kommen. Na, gleich kommt's. Dauert ein bisschen. Funktioniert auf alle Fälle bei alle SCS-LKWs, ne? Ich glaube, das kommt jetzt nach dem zweiten Tunnel, ne? Auf der A5? Egal, zeige ich euch gleich. Passt auf, gleich geht's los. Das zeige ich euch. Wie schon gesagt, bei allen LKWs, die halt das Kabinen-DLC unterstützen, da könnt ihr euch diesen Radardetektor ranklatschen. Ist vielleicht gar nicht so schlecht für die Leute, die vielleicht manchmal ein bisschen einen Bleifuß haben. Und dann dementsprechend könnt ihr hier mal kurz auf die Bremse steigen und dann euch ein paar Kohlen sparen. Ne? So, ich glaube, nach dem Tunnel kommt dann diese Radarstation. Jetzt passt mal auf. Gucken wir mal. Habt ihr gehört, ne? Also sobald ihr in so einer Radarkontrolle immer näher kommt, fängt das Ding an zu vibrieren. Der Radar ist jetzt hier wieder vorbei. Ne? Und das ist im Prinzip das Ganze an diesem Mod. Ne? Er sagt euch praktisch, Achtung, Freund der Nacht, da kommt Radar, ein Blitzer und vielleicht ein bisschen auf die Bremse steigen. Ne? Mehr ist es im Prinzip nicht. Können wir mal kurz gucken, ob man das von außen hört, aber ich glaube fast nicht. Wir gleich mal schauen, ob man es von außen auch hört. Gucken wir mal. Ja, also von außen hört ihr das dann auch. Aber man sitzt ja meistens eh im hier drin im Cockpit. Da wisst ihr dann Bescheid. Oh, ich muss bremsen. Und damit sind wir schwächer. Und dann hört es auch irgendwann mal auf. Ja, jetzt ist es vorbei. Das ist im Prinzip das Ganze an diesem Mod. Er warnt euch praktisch vor Blitzern. Ist meiner Meinung nach, glaube ich, sogar verboten. In Deutschland zumindest. Wie es in anderen Ländern ist, weiß ich nicht. Aber okay. Gut. Wenn ihr es gebrauchen könnt, dann viel Spaß damit. Und falls noch Fragen sind, einfach kommentieren. Ansonsten lasst einen Daumen da. Abo für den Kanal nicht vergessen. Die Glocke drücken, damit ihr viel Spaß mit diesem Radardetektor für die Version 1.38. In diesem Sinn, allzu gute Fahrt. Macht's gut. Bis bald und adios.